Dialekt. Also hierher ziehen, nicht wahr? Ich suche eine Bleibe. Wohin denn? Ich habe schon in der Zeitung geguckt, ich finde ja nichts, ich habe ja auch zwei Hunde. Ja? Und also wenn Sie mal einen Tipp haben für mich. Ah, hey, Sie da! What the will, ne? Ja, Sie! Was sagen Sie, sind Sie nicht so ein hiesiger, so ein Aborigine? Was? Zum Abort sitzt denn hier, was? Jetzt am Vorderhang, da steht ein Container, da kannst du reinbieseln. Frierst du von Arsch ab, aber gut, dann wurscht. Nein, ich meine, ob Sie ein Eingeborener sind. Was? Also ein Dasiger. Nicht der Hochfutz, hä? Dasig nennen. Ob Sie von hier sind? Was da Dasig, oder? Ja, gibt's denn da Unterschiede? Dasiger, Dosiger? Also gibt's Unterschiede da. Logisch, oder? Rosenkirch, Mann! Verstehst du mich? Hast du mich verstanden? Hast du dich verstanden? Bei dir so ein Hust da, gell? Ja. Rosenkirch, Mann! Wie, die Rosen? Rosen. Pass auf! Wenn ein 20-Jähriger die heilige Klub sieht, sagt er, dies war's! Wenn sie 80-Jähriger sind, sagt er, dies war's! Das! Aha. Oder sagt man da, aha, oder? Pass auf, wennst du bei einem Unitat nicht aufpasst, dann ist mein Tod. Ja, also, ich verstehe. Also, und der Bürgermeister hier, der heißt Flutscher. Ja. Der Flutscher, Freddy, der Flutscher, der Knack und der Hongel, oder? Pass auf! Ein Flutscher, seine Ahnen haben im Tram nicht geahnt, dass das wahr war, dass er mal Bürgermeister war. Weißt du? Zurück zu meiner Frage. Wo sollte man denn hier in der Gegend am besten warnen? Warnen. Ist der erste Reich von der Rose. Ich meine wohnen. Ist doch der Ross. Bitte. Pass auf. C-A sagt man O, zum O sagt man A und beim Ei sagt man O. Reiß Ross. Scheiß! Was kannst du natürlich nicht, das ist ein Scheiß, das ist wieder ganz was anderes! Nee, also, das andere ist dann eher die Hardware, verstehst du? So. Nee, also jetzt, wo ziehst du hin? Nein, hier hin! Woher? Ja, das heißt, keinen Scherz machen, nicht wahr? Wenn ihr mich als Preußen überhaupt hier willkommen heißt. Ja. Solange du Österreicher bist. Ja. Also gehen wir mal in Medias Res. In Medias Res. Ja, gut, dann gehen wir halt. Könnten Sie mir vielleicht Berchtesgaden empfehlen? Ja, das kann ich empfehlen. Also gut Weihnachten. Sagen Sie mal, die Hauptbevölkerung dort soll ja schon wieder Landflucht begehen. Ja, sagst du mir auch schon weniger, genau.
soll ja auch dort sehr kalt sein, habe ich gehört, nicht wahr? Aber gut, man kann sich ja da so einen zünftigen Janker nähen lassen, nicht wahr? Ja, ja, im Bergstall gibt es lauter Einheit, ja. Und wie wäre Bad Reichenhall? Na, so alt schaffst du noch gar nicht aus. Schöne Predigt-Tulpan. Ja, die ist ja auch schon uralt. Ja, aber der Ausblick. Die Pfeile laufen, das ist. Für Wucherpreise fahren sie auf, dann wird's oben anschauen können, was unten hätten sehen können. Ja, so aber trotzdem, sagen Sie, für mich als Auswärtigen, ja, ist das schon interessant. Die haben doch jetzt diese Bürgermeisterwahl. Und alle Kandidaten sollen doch angeblich auch von auswärts sein. Ja, gut. Ja, was darf denn da wir sagen? Unsere ist nicht bloß von auswärts, sondern von Soldorf. Ja. Ja, aber in Bad Reichenhall, dieser Heidmeier. Nix Heidmeier, Gestermeier. Ja, jetzt sind wir da. Ja, geben das schon, aber er ist nicht mehr da. Heid Wagner, verstehst du? Heid Wagner, der ist schon Anger. Der hat auch nur seinen Untertitel. Der Dings da. Anger der Büffi. Wieder. Stadtrat Hötzendorf, weil er sagt, drei Jahre alt. Wenn du mich auch erkennst, Hötzendorf. Kennst du schon, gell? Das ist ja Effi Gehler mit der Oberbürgermeister Rüller da, gell? Wo in der Zeitung steht, nichts mehr gelesen, steht in der Zeitung, dass er den mit einem Kredit von der Frau vom Oberbürgermeister Kandidat Knabenreich finanziert hat. Steht in der Zeitung. Was sagst du jetzt auch, was der für eine Brachbühne hat gegen das Klinkerhaus vom Wolf, gell? Da ist der Knabenreich, Reinhold Knabenreich. Hoffentlich, ich kann ja bloß hoffentlich war der nicht einmal Lehrer in einem Benediktiner-Gymnasium, so wie der heißt, gell? Nein, der ist aus Bielefeld, der ist ein Defigierer, der haben wir da eine Stellanzeige aufgegeben und der war halt gerade arbeitslos und hat sich gedacht, naja, möchte ich mir halt machen, ich jetzt einen Bürgermeister, gell, ja. Die andere ist dann noch die Arbeit, wie heißt Brumm, ist so Geislingen an der Steine. Und der Pirat, der Wolfgang Blixl, wie heißt der? Blixl. Der hat sich von mir mal getwittert. Der Kandidat von die Grünen, das ist aber der was über die Auswärtigen aber so lästert, wie der Hofmeister. Manfred Hofmeister stammt aus Marzoll, wohnt aber zurzeit in Paris. Gell? Ja. Ja, aber sagen Sie mal, gibt es denn keine echten reichen Haller mehr? Ja, unter 80 nieder! Sagen Sie mal, gleich 5 Kandidaten. Was? In so einem Kuhdorf, Kurort. Da müssen wir noch mehr. Da gab es noch mehr. Ach ja? Ja, wirklich. Zum Beispiel den Hans Söllner. Kandidiert für den Verband der feingeistigen Literatur. Und der Eichermax für die Umweltschützer. Oder der Hackenschusch für die Vereinigung der Schneeschaufler. Ich dachte so, kauf dir lieber, schau dir lieber um ein Häusl in Piding. Nee, in Piding. Pfui, nee. Ah, also ein Ding, mit dem man Tee macht. Ja, nee. Ich wollte ja auch nicht nach Petting. Ne? Nee, nach Einfach. Und wir waren noch mit Orling. Orling. Ja, aber der soll doch jetzt zu Besuch kommen, nicht wahr? Mit seinem Papamobil. Ja, er kommt schon mit seinem Papamobil, aber er muss natürlich aufpassen, wo er parkt, sonst gibt's Ärger mit Berger, gell? Naja, gut, dann bliebe halt noch
Freilassing? Ja. Die Stadt der Fluglerngegner? Fluger, ja, du, ja, beide, aha. Dann fragst du es einmal, von wo weg sie nach Mallorca führen, ja? Also, ja. Aber das machen doch wohl eher die Salzburger, oder? Nein, nicht da, nein, nein. Der Bürgermeister Schaden, der Salzburger macht lieber in die Kreuzfahrt. Ja. Der braucht der Geld, sonst die Schadenersatzforderungen. Ach, er klingt zurück. Was? Wieso? Naja, Schadenersatz. Scherz! Ja, lustiger, wirklich ein lustiger Bursche. Ja. Ein lustiger wie der Silbernagel. Ah, Silbereisen. Aber Freilassing hat doch gleich drei davon. Was Schadenersatzforderungen? Nein, drei gewählte Bürgermeister. Ja, unser Triumvirat, ja, Frage, das brauchen wir ja. Das ist ja wichtig, das, verstehst du? Das gibt eine faire Aufgabenteilung. Der erste zum Beispiel, der geht zum Empfang vom Seehofer, der zweite, der reizt Klärwerk ein, gell? Und der dritte singt auf dem Kinderfasching beim Seniorenclub. Dieser Flatscher. Ja, weil ich den Flatscher hab, den Witz für Flatscher, dieser alte Hund, den hab ich ja vorhin schon verzeiht. Ja, jeder Mensch kennt den schon, ja, ja. Der Flatscher kauft seine Seele beim Unterreiner, ja, ja. Was soll denn jetzt bitte da? Er kauft seine Seele nicht öffentlich, aber öffentlich frisst er's. Ja. Ach so, diese Geschichte, ja. Der hat ja in einer öffentlichen Sitzung die nicht öffentliche Sicherheit der Verlassener Kindergärten angezweifelt. Ja, freilich, weil der Unterreiner habe ich nur in den Kindergarten gehen, oder? Ja, wahrscheinlich ist es eh so. Das ist ja ein Witz. Das ist ja, apropos, ich weiß ja nicht, ob Sie. Haben Sie heuer unseren Christkindlmarkt gesehen? Ich verstehe nicht ganz. Unser Christkindlmarkt? Ja. Nein, ich so gerne was. Ist auch bombastisch. Ich kann ja sagen, also was haben Sie in der Hand noch nicht gesehen? War noch nie so. Ich kann ja sagen, ein Christkindl machen. Ein Christkindl. Der ist angegangen. Der hat angegangen bei der Antonia Apotheke Südwand. Und der rauf, bis zu Antonia Apotheke Nordwand. Christkindlmarkt hat sich ein Kind verlassen, oder? Nee, also jetzt zurück. Ich fand's nicht so lustig. Ja. Okay. Zurück jetzt, wo kann man denn hier gut einkaufen? Ja, ein paar Schuhe kann man, aber ja, kein Leberkast, gell? Bitte? Aber nicht kein Leberkast, das sag ich dir leider. Frage ich so eine Leberkastverkäuferin, geh rein und sagt sie, darfst du ein bisschen mehr sein? Kannst du? Da bin ich ja so nahe schon. Das ist ja wirklich allerhand. Ich gehe rein und sage, ich möchte eine Leberkast, egal wie früh oder was. Und wenn ich bei der Bank ein Geld abhebe, sagen sie auch nicht, darfst du ein bisschen mehr sein, oder? Ja, das ist eine Sauerei. Nein, ich meinte doch jetzt mehr Kleidung oder so. Ja, da. Aber da klang oft 1 Euro. Ach so. Sie meinen wegen der vielen 1-Euro-Läden hier? Ja, für den Bus nach Salzburg. Und wie schaut es denn aus mit Ärzten? Ja, da konnte der Wein empfehlen, da war ein Arzt. Der konnte sofort diagnostizieren, das auf der Stelle. Wenn so einen Durchfall gehabt, das hat er sofort diagnostiziert. Aha. Ja, und wie hat er das gemerkt? Ja, die haben die Fahrradklammer von meiner Hosen aufgemacht. Also sofort kann man das wissen. Gibt's hier auch Beauty-Salons? Du meinst die Beauty, du meinst die Polizei? Nein. Ja, die haben aber ganz eine
deine Marketingstrategie. Finde ich gar nicht so schlecht. Muss ich ehrlich sagen, bei uns da kommt, ja, bist du dir da was, das musst du wissen. Weißt du, die haben letztlich so Gutscheine ausgegeben. Wieder 10-mal falsch sprachen, kriegst du einmal Saft vom Steuer frei. Alles so schlecht. Nein, mit Bio. Ja, und, dann, und die Farbe hat es ähnlich jetzt. Das ist auch nicht schlechter. Bei 3-Jährigen kriegst du die 4. gratis. Beauty. Handy. Beauty. Schönheit, verstehen Sie? Wissen Sie, meine Frau ist ziemlich eitel. Ja. Prost. Ja, meine ja. Meine ist auch immer eitel. Die schaut ständig in irgendein Spiegel rein. Außer beim Einparken. Ich weiß nicht, das ist ein komischer Ort her. Naja, dieser Aborigine-Humor da und diese öffentliche Versemmelung, nicht wahr? Die leiden doch hier alle an Verfolgungswahn. Leute, ich habe mich sogar in meinem Hotel eine Türe verfolgt. Das war doch eine Drehtür, du Hornrockstroh. Geh wieder nach Bielefeld zurück, das ist das Gescheitste. Ich schleiche mir jetzt ein, ich gehe jetzt zur Sitzung von meinem Verein, die Vereinslosen. Ich möchte in keinem Verein Mitglied sein, der mich als Mitglied aufnimmt. Hast du mich verstanden? Ja, bitte.